Herzlich willkommen zum Outdoor-Test des Axial SCX24 Micro Crawler Maßstab 1 zu 24, Preis ungefähr 120 Euro. Das Teil kommt ready to run, also inklusive Akku und Fernbedienung, und wir probieren mal, wie wir ihn hier draußen so fahren können. Also der Lenkrad ist ein bisschen groß, finde ich. Beim Crawlen wahrscheinlich kein Problem. So jetzt hier zum Fahren finde ich ein bisschen schwach, ehrlich gesagt. Wir versuchen mal ein bisschen Gas zu geben, wie schnell das Teil so ist. Das ist die Höchstgeschwindigkeit. Also ihr seht schon auf diesem Schotterweg überhaupt gar kein Problem. Da fährt er echt gut. Ich finde, er sieht auch optisch ganz gut aus. Vorne Licht, wie ihr seht. Die Lenkung ist sehr gut zu kontrollieren. Die Reifen sind auch recht griffig, finde ich, recht weich. Und dann schauen wir gleich mal, ob wir noch eine Stelle finden, wo wir ein bisschen crawlen können. Aber bisher finde ich ihn auf jeden Fall schon mal ganz gut. So, wir haben hier ein Objekt gefunden zum Crawlen und schauen mal, wie der Mini-Crawler sich hier so anstellt. So, das war ein Fahrfehler meinerseits. Wir versuchen es nochmal. Auch hier am Hang überhaupt kein Problem. So, bis auf meine Fahrfehler fand ich den Test eigentlich ganz gut. Bedingt durch den kleinen Lipo-Akku hat das Teil auch echt Power. Und ja, für mein Empfinden kriegt ihr hier für 120 Euro wirklich einen sehr guten Mikro-Crawler. Ja, in dem Sinne, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da und schaltet beim nächsten Video wieder ein. Danke fürs Zuschauen.